Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Blue Dragon. So, ich bin jetzt hier nochmal ein bisschen rumgeflogen. Wie man unschwer erkennen kann, nicht allzu weit. Und ich habe hier gesehen, hier ist ja die damalige Absturzstelle gewesen. Und da möchte ich jetzt mal hin. Vielleicht gibt es dort ja auch irgendwas. Aufpassen, aufpassen, schnell. Jawohl. So, zack. Ja, komm schon her, wenn du mich angreifen willst. Ja, dann kommt doch. Du weißt, dass du sterben wirst. Ja. Scheißhaufen flieht schon. So. Bin ich mal gespannt. Hat das so ausgesehen? Das hat auch ein bisschen anders ausgesehen, oder? Okay. Ein Speicherpunkt ist noch da. Okay, aber sieht nicht so aus, als gäbe es hier irgendwas Optionales zu erledigen. Als würde hier was auftauchen oder so. Dachte ich jetzt ehrlich gesagt. Um ganz ehrlich zu sein, dachte ich, oh, hier wird jetzt vielleicht etwas auf mich warten. Weil das halt auch von oben so einladend ausgesehen hat. Irgendwie. Aber okay. Dann ist das eben nicht so. Ist dann auch in Ordnung. So, ja, das passiert mir nicht noch einmal. So, zack. Okay. So, den nächsten Ort wollen wir uns mal anschauen. Es gab doch noch diese Wasserhöhle, ne? Genau, hier irgendwo müsste doch eine Höhle sein. Hier könnte vielleicht auch noch jemand sein. Hier könnte vielleicht auch ein optionaler Gegner dran sein. Das wäre doch gut möglich. Hey! Ich gehe jetzt einfach mal da rein. Nicht, dass ich schon da drin gewesen bin. Nein, in dieser Höhle sind wir nicht drin gewesen. Hier könnte bestimmt jemand sein. Ich werde mal schnell abspeichern. Okay. Vielleicht kommt hier ein Wasserdrache. Das wäre doch gut möglich. Wir haben eben den Wasserring erhalten, um Wasser absorbieren. Und hier ist Wasser in der Höhle. Ich dachte ja auch eigentlich in der anderen Höhle, dass wir da auch vielleicht gegen den Wasserdrachen kämpfen würden. Es musste noch nicht mal ein Drache sein. Es hätte ja auch irgendein anderes Wassermonster sein können. Okay, jetzt bekomme ich dann doch ein bisschen Panik. Hab ich mich erschrocken, weil ich wirklich jetzt gerade dachte, hier kommt jetzt so ein Riesengegner raus. Aber okay. Ich meine, ich habe abgespeichert. Ich muss keine Angst haben. Stimmt. Stimmt, ich gab es auch hier. Ich meine, ich habe das alles auf einem Zettel stehen, ne? Ich habe mir diesen Zettel noch nicht einmal angeguckt. Badelatschen. Ach du meine Güte. Die sind aber bestimmt von Nike, oder? Weil Adidas ziehen wir nicht an. Badelatschen. Oh mein Gott. Schuh. Achso, ja. Total falsch. Bei Status werde ich nicht viel erreichen können. Badelatschen. Wo sind sie? Wo sind die Badelatschen? Eben. Haben wasserresistente Kräfte. Sehr nice. Cool. Die sind nice. Ich ziehe gern Badelatschen an. Ich gehe mit Badelatschen auch einkaufen. Ich fahre mit Badelatschen Auto. Adiletten. So. Ich laufe doch jetzt nicht nochmal. Hast du mich erschrocken? Mal wieder. Das wird das Einzige sein, was ich an diesem Spiel nicht vermissen werde. Lass mich die Gegner hier erschrecken. Eine Katastrophe ist das. Gut. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht noch eine Kiste drin gewesen ist mit einer Barriere. Ich könnte ja mal hier auf einen Zettel gucken, der nicht allzu weit weg von mir liegt, aber ich scheine irgendwie gerade zu faul zu sein. Ich dachte jetzt gerade, die Musik hört auf. Ah, jetzt habe ich eine geschossen bekommen. Super. Du darfst dich auch verabschieden. So, diese Kiste ist geöffnet. Hier hatten wir aber damals einen Gegner, oder? In diesem Ort? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Mein Gehirn ist wie so ein Sieb. Ja, das ist kein Thema. Du darfst dich gerne verabschieden.
wollte ja eigentlich schon in dieser Folge ins Krankenhaus, ne? So. Okay, stimmt. Ja, hier ist ein Gegner drin gewesen damals. Oder? Aber hier ist jetzt keiner mehr. Hier taucht aber bestimmt gleich was auf, oder? Nee. Scheint nicht so. Tatsächlich nicht. So, das hier ist der Wald, ne? Dieser eklige Wald. Wald der Toten. War das der Wald, in dem ich heute auch schon mal drin gewesen bin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, doch, das ist der. Das ist der. In dem bin ich heute schon drin gewesen auf Screen. Ja, dann kann ich hier doch raus. Da hatte ich aber das mit dieser Barriere noch nicht. Da wusste ich noch nicht, dass das funktioniert. Von diesem tollen Skill. Okay. Super. Gut, dann schneide ich euch jetzt raus und laufe nochmal zurück. Okay. So. Dann. Hier bin ich in der letzten Folge gewesen. Auf dieser Insel. So, ich wollte aber noch. In eine Stadt. Ah, ich weiß am besten, wo wir hin können. Ich weiß auch, wo ein Sprunggerät ist. So. Und zwar. Hier ist doch die Absturzstelle. Genau. Und hier sind wir doch in Talta. Und in Talta gibt es ein Sprunggerät. Talta ist doch hier nicht allzu weit weg. Ist Talta nicht hier irgendwo? Nein, Gibral steht hier. Straße nach Gibral. Ich möchte nicht nach Gibral. Gibralberge, hier ist Gibral, ne? Hier irgendwo. Oder nicht? Hier. Genau. So. Da möchte ich aber nicht hin. Hier ist die Steppe. Oh Mann, Mann, Mann. Leute. Mir so leid. Hier ist aber auch ein Sprunggerät, oder? Ich meine, hier wäre auch eins drin. Ich glaube ja. Ah, da ist gerade ein Monster aufgetaucht. Ich meine, ich konnte hier im Gefängnis auch springen. In den Zellen. Oder etwa nicht? Doch. Da, wo die Zellen sind. Super. Ich glaube, ich komme gerade am anderen Ende raus. Aber vielleicht taucht ja hier auch jemand auf. Okay, glaube ich wohl eher weniger, dass hier jemand im Gefängnis auftaucht. Aber egal. So. Bin ich jetzt unten in den Zellen? Hallo? Echt jetzt? Das wollte ich nicht. Hallo? Du musst jetzt sterben. Und du auch. Hier. Und du auch. Ihr müsst jetzt alle sterben. Und in die Zellen? Bin ich falsch gelaufen, oder was? Ich hatte doch nur diesen einen Weg, oder? Bin wie verwirrt. Oder konnte ich hier noch irgendwo durch? Alles klar. Ah, hier. Hier konnte ich lang. Hier ist ein Speicherpunkt. Und unten in den Zellen ist ein Sprunggerät.
Das weiß ich noch. Moment. Genau, aber das ist nicht die Zelle, sondern die Zelle, die sich unten befindet. Warum sind denn hier eigentlich keine Monster? Hier waren... Ah ja, hier sind sie doch. Ich wollte schon sagen, hier waren doch damals Monster. Müssten doch dann immer noch da sein. Ja, cool. Und die lassen alle zwei da. Super. Nee. Oder? Ich glaube, die Zellen waren hier. Oder etwa nicht? Oh. Super. Schön. Nein, aber hier ist eine Kiste. Ich dachte schon, warum lässt die sich jetzt nicht... Meistergürtel. Meistergürtel. Zubehör. Meistergürtel. Meistergürtel. Steigert die eigenen TP und MP. Ja, den haben wir schon. Nö, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Vorerst zumindest. Vielleicht später. Aber ich glaube auch nicht, dass wir ihn später brauchen. Ich möchte zu den Zellen. Etwa muss ich dann doch hier runter? Ja, ich glaube schon. Und dann rechts, ne? Hi. Dankeschön. Danke. Genau, hier sind die Zellen. Hier wollte ich hin. Und hier müsste ein Sprunggerät sein. Ach ja, hallo. So. Hier ist keins. Was? Ich habe die Bürste untersucht. Ah, habe ich die damals nicht untersucht? Ich weiß nicht, irgendwie ist alles hier anders. Okay, kein Sprunggerät. Hier ist es. Hier ist das Sprunggerät. So, ich möchte ins Krankenhaus. Achso, ja, stimmt. Springen. Bohrmaschine. Was für eine Bohrmaschine? Das alte Krankenhaus, da wollte ich hin. Das möchte ich mir nochmal anschauen. Unbedingt möchte ich mir das Krankenhaus anschauen. Ah, ich drücke die falsche Taste. Ja, das ist echt faszinierend, wenn man gar nichts kann. Also, falls irgendjemand Nachhilfe braucht, ist gar kein Thema. Ich bin für euch da. Gab es hier nicht auch eine Barriere? Jetzt gucke ich doch mal auf meinen Zettel. Ich habe mir das ja damals aufgeschrieben. Ich habe mir, also Krankenhaus steht hier nicht drauf. Ist schon alles irgendwie ein bisschen komisch hier, oder? Aber hey, ich wollte ja hier hin. Vielleicht, weil ich komisch bin, wollte ich hier hin. Ich weiß es nicht. Hatte ich noch einen Weg da hinten? Nee, ne? Nee, sonst habe ich hier keinen Weg. Okay, wir müssen uns beeilen. Definitiv. Alte Krankenhaus-Ruinensaal. Okay. Alles klar. Niemand hier. Ich weiß nicht, warum das jetzt verschwunden ist. Doch, hey. Stimmt. Stimmt, ich dachte damals noch, wie stark ihr seid, gell? Ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich wieder. Doch, ich glaube, hier gab es aber auch eine Kiste mit einer Barriere. Wir werden es gleich sehen. Hier konnte ich doch irgendwo rein. Hä? War da eine Barriere? Scheint so, weil hier ist eine Kiste, die nicht geöffnet ist.
3000 Gold. Ist schön, dass wir darüber gesprochen haben. Super, SP plus 2. Für Schuh, bitte. Super, dann kann ich hier ja noch mehr untersuchen. Schön, dass wir hier hingekommen sind. Schön. Ich hätte jetzt aber auch eigentlich damit gerechnet, als ich jetzt die Kiste geöffnet habe, dass jetzt ein Gegner auftauchen würde. War ja jetzt aber nicht so. Okay. Dann ist es eine Barriere gewesen hier vor der Tür. Krankenhäuser. Katastrophe. Ich war ja dieses Jahr das erste Mal im Krankenhaus, wo ich ja dann auch dort übernachten musste. Zum ersten Mal. Eine Katastrophe ist das gewesen. Das hat schon seinen Grund, warum ich erst immer halbtot zum Arzt gehe. Dann ist auch wieder einer. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich habe wieder die Orientierung verloren. Von hier bin ich gekommen, oder? Hier waren wir schon mal. Okay. Hat sich erledigt. Erledigt. Bist du? Ach, ich habe das Licht ausgemacht. Ja, wir wollen hier Strom sparen. Wundert mich, dass hier überhaupt Strom funktioniert. So, jetzt müsste hier ein Gegner sein, ne? Nee? Kein Gegner? Ich glaube, hier hat das Licht auch damals gar nicht funktioniert. Jetzt, wo ich die ganzen Lichtschalter sehe, musste ich doch damals betätigen. War das nicht so? Ey, Leute, es tut mir so leid, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß das alles nicht mehr. Hallo? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ich bin zurückgelaufen. Ja, nee, das ist keine Absicht gewesen. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch hoch. Ich dachte, konnte ich nicht noch hoch? Bin tatsächlich zurückgelaufen. Ach ja, das erkennt man ja auch an der Minimap, an dem kleinen blauen Pfeil, ne? Super. Ganz toll. Ach, Nanaki, du bist heute wieder so spitze. Aber hey, ich spiele ja jetzt schon seit um 17 Uhr. Ja, Blue Dragon, da darf man ruhig ein bisschen verpeilt sein. So, ich komme da nicht drüber. Woran liegt das? Ich muss doch hier. Ist das hier ein Aufzug? Ja. 1F? Genau, wir schauen uns mal in 1F um. Vielleicht gibt es da was Neues. So, wir sind auf jeden Fall geschützt. Uns kann nichts passieren. Vorerst zumindest. Du untersuchst Schalter. Ja, das war auch keine Absicht. Ich wollte den Schalter gar nicht untersuchen. Ich wollte eigentlich durch die Tür laufen. Aber okay. Die ist kaputt, funktioniert nicht mehr. Super. Stimmt, hier war doch noch was mit dieser Kasse, ne? Konnte ich doch irgendwo die Kasse? Genau hier. Mit der konnte ich doch damals interagieren. Irgendwas. Ja, ich konnte die untersuchen. Genau, die Kasse. Weiß aber gar nicht mehr, ob wir dort tatsächlich Gold gefunden haben. Ich glaube, wir hatten was anderes gefunden. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. So, aber das scheint es hier irgendwie gewesen zu sein, oder? Hier bin ich ja drin gewesen. Gerade eben. Genau. Mal so eine Runde. Ah, aber hier ist noch ein Gegner. Schön, dich zu sehen. Okay, das war's aber dann auch schon. Okay, also hier scheint kein optionaler Gegner zu sein. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Dann fahren wir mal hoch.
3F. Schauen wir uns doch mal in 3F um. Vielleicht ist hier ja was. Aber hier konnte ich irgendwo Treppen hochlaufen, ne? Irgendwo. Bin ich hier nicht eben gewesen? Ich bin in 3F gewesen, Leute. Oh Gott, es tut mir so leid. 2F. Da müssen wir hin. In 2F waren wir nicht. In 2F sind wir nicht gewesen. Hallo. Nein, 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 nein. Abbrechen. Abbrechen. Waren hier so wenige Gegner? Hier sind die Treppen, von denen ich erzählt hatte. Hier sind sie. Wusste doch, dass es hier Treppen gab. So, und hier musste ich dann immer so drum rumlaufen. Ah, ich war damals so froh, diesen Speicherpunkt zu finden. Das weiß ich noch. Da hatte ich nämlich aufgenommen, bevor ich auf die Arbeit bin. Und das war dann immer, das ist dann immer so nicht so ganz einfach, wenn ich dann die Aufnahme starte, morgens. Wenn ich die Aufnahme starte für... Ah, super, hat funktioniert. Wenn ich morgens die Aufnahme starte und ich dann Spätschicht habe und ich dann denke, okay, so, und dann habe ich dann immer so ein kurzes Zeitfenster, wo ich dann denke, okay, eine Folge könnte ich dann jetzt noch aufnehmen und dann findest du keinen Speicherpunkt, wenn du dann eigentlich aufhören musst und denkst so, oh, nein. Hi, an dich erinnere ich mich noch. Ah ja, stimmt, so komme ich rum. Ja, hat sogar funktioniert. Okay. Genau, und jetzt laufe ich hier runter. Nein, so. Genau. So, du bist auch wieder da. Jawohl. Fettbarriere 3. Super. Wir haben... Moment, Moment, Moment. Ich bin überfordert, ich bin überfordert. Fettbarriere 3. Die ist ja dann noch besser. Super. Aktivieren. Super. Dann sind wir jetzt richtig stark, ne? Die Fettbarriere ist dann richtig mächtig. Die ist richtig abgefahren stark. Gegner, wo seid ihr? Boah, super. Oder steigen dann nur die Werte? Statt SP1 bekommen wir dann SP2. Oh, hier ist ja auch noch eine Barriere. Super. Im Krankenhaus hat nicht auf meinem Zettel gestanden, habe ich gesagt, ne? Super notiert habe ich mir das damals. Echt super. Antiker Ohrring des Krieges. Oder Kriegers. So, hier kann ich bestimmt auch noch alles untersuchen. 100 Gold. Und hier taucht kein Gegner auf. Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Wir hätten doch ruhig jetzt noch hier so einen Gegner mit reinklatschen können. Der muss ja dann nicht so stark sein. Oder er kann dann schon stark sein, aber... soll mich halt nicht zum Ausflippen bringen. Ich kann das halt nicht leiden, wenn es dann so Gegner gibt, die dann fünfmal hintereinander an die Reihe kommen. Und ich komme dann nur einmal dran, dann ist der wieder fünfmal dran. Da könnte ich was an mich kriegen. So, hier wird's dunkel. Ich glaube, hier fühle ich mich wohl. Wir gehen hier lang. Und? Zimmer des Oberarztes. Ja, gegen den kämpfen wir jetzt bestimmt. Er kam jetzt nach Jahren zurück in seine Praxis. Oder nicht? Nö. Sackgasse. Aber komplett. Stimmt, hier gab es nur die Kiste, die ich damals einsammeln konnte. Jetzt auch kein Sprunggerät mehr. Ich würde hier dann auch gerne nochmal wegspringen. Also, ich muss hier nicht bleiben. Aber okay. Das werde ich dann ohne euch tun. Dann werde ich euch jetzt rausschneiden und wir sehen uns dann gleich nochmal. So, ich bin jetzt hier ins Lager der Wildnis gesprungen. Und hier haben wir auch noch eine Barriere.
Das habe ich mir nämlich hier auf meinem Zettel notiert, den ich mir eben in die Hand genommen habe, als wir im Krankenhaus gewesen sind und festgestellt habe, dass ich mir über das Krankenhaus nichts notiert habe, aber über die Wildnis. Tada! So, immerhin etwas. So, hallo, an dich erinnere ich mich noch. So wie dies hier, weißt du, wie man das strickt? Ah, das musst du so machen. Danke. Hä? Was muss ich so machen? Ja, du bist ja lustig. Bist du fertig mit deiner Strickerei? Weiß ich nicht, Schuh, sind wir fertig? Was möchte denn Schuh stricken? Hat sie das beim ersten Mal gesagt, als wir hier waren? So, und weil ich ja jetzt hier hingesprungen bin, müsste ja mein Flugschiff jetzt auch hier sein, ne? Weil das folgt mir doch jedes Mal, wenn ich irgendwo hinspringe. War das nicht so? Okay, scheinbar nicht. Verdammt. Wo ist mein Flugschiff? Ist bestimmt draußen. Bestimmt draußen auf der Weltkarte. Oder sind wir... Wo ist mein Flugschiff? Oh nein, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wo mein Flugschiff ist. Nee, das ist jetzt echt mies. Ich dachte, das wird mir immer folgen, wenn ich irgendwo hinspringe. Okay. Gut zu wissen, dass das nicht so ist. Dann müsste das jetzt noch vorm Gefängnis stehen, oder? Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nein, das steht jetzt hier draußen. Wenn ich jetzt hier raus auf die Weltkarte komme, dann steht das doch jetzt draußen. Ich bin doch jetzt noch gar nicht auf der Weltkarte, oder? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Thank you so much. Oh, hatte ich schon einen Schreck. Hatte ich einen Schreck. So, hier sind wir gewesen. Da sind wir gewesen. Ich muss kurz die Karte öffnen. Was haben wir denn da? Da unten ist Jibral, ne? Sollen wir mal einen Jibral anhalten? Da sind wir ja auch nicht mehr gewesen. Aber ich glaube, dort passiert nichts. Doch, der Nichtsemann. Ich muss zu dem Nichtsemann. Insel der Toten. Ja, hier sind wir auch gewesen. Hier waren wir doch. Hier waren wir doch. Jibral. Hier war der lilane Drache, den wir bekämpft hatten. Ja. Ich fange an, mich hier echt gut auszukennen. So. Ja, hier waren wir auch. Mit den Schatten und so. So, Jibral. Jibral müsste doch hier irgendwo sein. Das hier ist doch der Weg, wo wir damals mit der Kutsche entlang sind, ne? Super. Hier ist Jibral. Wunderbar. Dann wollen wir mal landen. Ich habe jetzt keinen Gegner sehen können. Oh, jetzt aber schnell. Oh nein, ich muss zu Schuh rüber wechseln. Zu Giros. Giro seine ist besser. Und stärker vermutlich. Würde ich gerne mal gegen den Gegner rammen, gegen den ich vorher nicht rammen konnte, aber... um einfach nur zu gucken, ob es damit was zu tun hat. Aber ich denke schon, ne? Das hat was mit dem Level zu tun. Okay. Wie auch immer. So, zack. Gehen wir nach Jibral. Bleib ruhig stehen. Bleib, nein. Ich wäre doch jetzt da. Schon okay. Dann bleib du wenigstens, ja? Zack. Okay. So, jetzt aber rein. Jetzt aber rein. So. Stimmt. Hier gab es ja auch noch die Kiste. Die habe ich mir aber, glaube ich, notiert, oder? Ah, in Peaches gab es auch eine weiße Kiste. Doch. Ja. Stimmt. Kann man da nochmal hin? Eckelarmreif. Was ist denn... Was ist das denn für ein Armreif, bitte? Wollten die vielleicht Häkelarmreif? Was ist denn Fäkel?
Chu, zeig mal deinen Fäkel. Fäkal. Fäkalarmreif. Spricht man das so aus? Eliminiert die meisten Fäkalien umgehend. Ah. Alles klar. Ich habe verstanden. Aber nur die meisten. Na, nicht alle, nur die meisten. Okay. Okay. Behalte ich mir mal im Hinterkopf, wenn ich mal nochmal in der Schlangenhöhle bin. In der Kackschlangenhöhle. Nenne ich es einfach mal. So, ich sehe auch wieder hier auf meinem Zettel, wo ich mir damals hier aufgeschrieben habe. Kisten. Gibraltar, genau. Das war das, was ich jetzt gerade eben aufgesammelt habe. Und in der Burg habe ich hier stehen. In der Burg müsste auch eine sein. Teil 21. Also sprich, in Part 21 habe ich mir hier notiert. Und ich habe mir das auch nur bis Part 21 notiert. Dann habe ich aufgehört, aus welchen Gründen auch immer. Weil ich dann mit anderen Sachen wahrscheinlich beschäftigt gewesen bin. Ei, ups. Oder weil ich mir dachte, ja, ich mache das sowieso nicht im Let's Play und dann mache ich es dann doch. Und auch, das ist immer schwer mit mir. So, jetzt aber erstmal zum Nichtzimmern. Erstmal zum Nichtzimmern. Hallo, ich habe eine Menge Nichtze gefunden. Hallo, bitte bleib stehen, ich möchte belohnt werden. Nichtze, diese Welt ist mit Nichtzen gefüllt. Wenn sich deine Nichtspunkte auf 1200 Nichtze belaufen, du bekommst einen schönen Preis. Möchtest du versuchen zu zählen? Lass uns deine Nichtspunkte zählen. Du hast 1289 Nichtze. Du hast 1200 Nichtze erreicht und hier ist dein hübscher Preis. Schwarzer Gürtel. Wie viele haben wir jetzt von denen? Bis wir die Welt von Nichts befreit haben, lass uns alle unser Bestes tun. Nichtze. So, okay, was ist mein Nichtze? 1300? Ah, 1400 ist das nächste. Okay. Nein, ich möchte nicht zählen. So, schwarzer Gürtel. Schwarzer Gürtel. War das nicht irgendwie? Schutz vor Elementarschäden. Verdoppelt erhaltene SP. Das ist gut, ne? Steigert TP und MP. Das können wir dann ersetzen durch schwarzen Gürtel. Er hat nämlich auch den schwarzen Gürtel. So, haben wir noch einen schwarzen? Ne, einen Meistergürtel. Ja, aber der nicht so prickelnd. Okay. Gut. Dann in die Burg. Dann müssen wir jetzt in die Burg. In die Burg müssen wir jetzt. Ich glaube ganz oben, ne? Ganz oben. Dort ist eine Kiste gewesen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Hallo. Hallo. Gibral. So. Dann wollen wir doch mal in die Burg. Prunksaal. Genau, ich möchte aber ganz hoch. Ganz, ganz hoch möchte ich. Und meine Güte, mein Deutsch macht jetzt auch schlapp. Wir haben jetzt auch schon gleich 1 Uhr. Ich werde euch erst rausschneiden und euch dann nochmal mit hinzufügen. So, hier im Innenhof. War das doch, ne? Aber. Oh. Wo war die Kiste? Oh. Hallo. Da ist die rote Barriere. Hallo. Bin ich Gibrals Pferd? Okay. Der König ist in letzter Zeit oft hier. Er wirkt etwas einsam. Das tut mir leid. Aber Lady Sola kann nicht hierbleiben.
ob er sich deswegen überhaupt einsam fühlt. So, dann wollen wir mal. Und die nächste Barriere ist erloschen und eine weitere Kette erhalten. Die Fußkette war das, ne? Super. Toll. Mir wäre jetzt der schwarze Gürtel lieber gewesen, aber hey. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, ne? Okay, gut, dann kann ich Gibral auch von der Liste streichen. Dann haben wir Gibral ja jetzt auch betreten und können Gibral jetzt auch wieder verlassen. Und als nächsten Ort... mir liegt's auf der Zunge. Der nächste Ort. Unsal. Wohl eher weniger. Wie komme ich hier nochmal raus? Ich würde gern Gibral verlassen. Ich möchte hier komplett weg. Dritte Ebene. Moment. Ah, jetzt bin ich auf dem Dach. Ah, das ging aber flott. War ich nicht eben ganz unten? Oh, Moment. Ich bin hier maximal verwirrt. Und müde werde ich auch. Ah, ja. Stimmt, ich weiß es wieder. So rum. So rum. Genau. Ey, ich spiele jetzt schon 8 Stunden Blue Dragon, ne? 8 Stunden. Und 3 Stunden davon war ich in dieser Höhle und hab Kililons gejagt. Ja. Ja, so ist das gewesen. So, Moment. So, wo können wir denn jetzt noch hin? Weil ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? Genau. So, dann springen wir jetzt mal. Gibral. Gibral. Wo ist denn hier Gibral? Ich sehe gar nicht, wo ich bin. Ah, doch, sehe ich. Hier. Ganz in Rot sehe ich, wo ich bin. Gut. Genau. Dorf Lago. Nee, Lager im Wald. Wald der Toten auch nicht. Die Ghoulberge. Sollen wir da mal kurz hinspringen? Ghoulberge. Ah, der Name sagt mir nichts, aber wenn ich sehe... Ach, hier waren wir doch. Hier sind wir gewesen. In den Ghoulbergen. Hier können wir nochmal raus. Hier können wir nochmal raus. Oh, Entschuldigung. Hier wollte ich hin. Genau. Da wollte ich hin. Hier wollte ich hin. Und zwar habe ich mir hier aufgeschrieben, weiße Kiste. Und wenn ich die weiße Kiste geöffnet habe, soll ich zum Zubehörhändler laden. Oh, ich habe mir hier schon wieder komische Sachen aufgeschrieben, von denen ich nichts anfangen kann. Weiße Kiste. Untergrund. Untergrund. Oh, super. Folge 35 habe ich hier in Klammern stehen. Oh, na ganz toll. Was für ein Untergrund. Ach, Nanaki. Das nächste, also eine Notiz an mich selbst. Wenn ich nochmal Notizen machen sollte, dann schreibe ich keine Stichpunkte mehr auf. Das ist ja eine Katastrophe. Ich weiß auch nicht mehr, was ich damit gemeint habe. Ach, das ist doch eine Katastrophe. Das, wo ich hier war? Oder Untergrund? Ah! Das könnte es sein. Ich glaube, ich weiß, wo. Das ist eins der schönsten Häuser im ganzen Spiel. War das hier? Hier komme ich doch hinten raus, ne? Ah,
Dort konnte ich runterklettern, das werde ich vermutlich damit gemeint haben. Mit Untergrund. Ist der noch hier, der gute Mann? Nein. Ich konnte hier aber irgendwo runter, ne? Ich meine so richtig runter. Hier? Ah, ja, hier. Ja, jetzt sehe ich es auch. Jetzt habe ich es auch gesehen. Hat ein bisschen gedauert. So, und hier unten soll eine weiße Kiste sein. So, ich weiß nicht, ob hier Gegner sind. Bestimmt sind hier Gegner. Aber das ist ja kein Problem. Zack, erledigt. Oh, ich muss die aber von Giro aktivieren. Die von Giro ist stärker. So. Die müssten für euch reichen, ne? Genau. Super. Und wo genau ist jetzt die weiße Kiste? Nanaki? Hast du die nicht aufgeschrieben? Falls es überhaupt eine weiße Kiste ist. Ich habe nämlich nur geschrieben, eine weiße Barriere. Nein, diese Kiste habe ich geöffnet. Nee, das funktioniert so auch nicht. Na ganz toll. Du darfst verschwinden. Oh, Nanaki, du bist hier echt wieder richtig super gewesen. Oh. Ich hätte mir vielleicht von der Stelle einen Screenshot machen sollen. Oder so. So, dann laufe ich jetzt mal hier hoch. Und muss ich mich dann von hier aufs Band stellen? Nee, weder noch. Oh Gott, Leute, es tut mir so leid. Aber ich habe ja auch nur gesagt, dass wir hier ein bisschen Zeit haben. Deshalb werde ich euch dann gleich nochmal hinzufügen, sobald ich dort bin, wo ich hin möchte. Alles klar. Ich hab's. Ich hab die weiße Barriere gefunden. Okay. An die Oberfläche gehen. Ja. Selbst wenn ich jetzt Nein sagen wollte, wäre es zu spät gewesen. Ja. Aber hier sind wir doch schon gewesen. Warum bin ich jetzt hier? Was will ich hier? Warum bin ich hier? Oh. Meine Barriere ist nicht stark genug gewesen. Okay. Super. Und was hat mir das jetzt gebracht? Super. Ich dachte jetzt vielleicht für eine Kiste und keine Ahnung. Und ich würde was super Tolles erhalten. Keine Ahnung, wie Badenlatschen oder so. Aber nee. Ein Mammut kriege ich aufs Kopf. Auf den Kopf. Super. Dann kann ich ja jetzt den ganzen Weg nochmal zurücklatschen. Sehr schön. Oh, das hätte ich mir aber jetzt auch ersparen können, ne? Naja. Da seid ihr ja aber raus. Denn das darf ich ganz alleine machen. Aber dennoch bedanke ich mich fürs Einschalten. Und wir werden dann in der nächsten Folge keine weiteren Dörfer, Städte mehr ablaufen, sondern wir kommen dann jetzt wirklich langsam, aber sicher dem Ende zu. Und zwar werde ich versuchen, in der nächsten Folge den blauen Drachen zu erledigen, damit wir den aus dem Rücken haben. Und dann werden wir danach, als wir den Drachen gelegt bekommen, was nun mal kein Problem sein dürfte. Wir dürfen nur schwarze Magie benutzen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, weil er physische Angriffe absorbiert. Und wenn wir den erledigt haben, gehen wir in diese Höhle, werden vorher natürlich abspeichern und werden die Schlange
die Kackschlange erledigen. Ich hoffe, dass wir die gelegt bekommen. Und dann sollten wir mal den Endgegner legen vom ganzen Spiel. Und dann folgt dann auch schon das Fazitvideo, ne? Also ich würde mal sagen, noch maximal 3 Folgen und dann sind wir mit Blue Dragon dann auch leider schon fertig. Für das Let's Play zumindest, ja. Ich werde es dann irgendwann dann auch auf Twitch dann streamen und mir die restlichen Erfolge holen, die mir dann noch fehlen. Allerdings werde ich dann auch das Spiel dann von neu anfangen, ganz klar. Gut, ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.